Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo meine lieben Zuschauer, ne? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Monster Hunter Stories 2. Hier ist ein Nebenquestbau, aber den werde ich jetzt in Ruhe lassen. Aber wir erstmal eine gute Freundin wieder treffen. Ich werde es hier übrigens wahrscheinlich wie dem letzten gerade machen und einfach den Weg skippen, weil das nur alte Monster verstrahlt sind. Na, Julia? Nee, nicht Frostfang, Plumpfang. Plumpfang ist viel besser. Bingo! Mein Partner hat kein Problem mit Ratha now. Really? Well, that's great. Ratha, he. Er ist angespannt. What about who? All I see is Tobians. Da ist jemand begeistert. Lauf, Kätzchen, lauf. It's like you're lost to the world in your little Tobian zone. Oh. Sorry about that. Da mag eine Feline. So, who are your friends? Kyle and Tsukino. Kyle's a hunter. A hunter? I see. Anyway, why did you come back? More pits are appearing all over, and their light is changing color. Ich habe übrigens vorsichtshalber meine Waffen zu einer Feuerausrüstung gemacht. Ich habe nur noch keine bessere Eisrüstung, deswegen habe ich jetzt hier vom Elfenbeinlackierkostümrüstung genommen. Und jetzt stelle ich mal vor, ich könnte Ortula reiten. Nein, das wäre unlogisch. Since you're here, I could use your help. Do you think you could check out the pit a little way from here? Natürlich, dafür bin ich hier. I think you should keep a close eye on Ratha. Ratha? Sure. Why is that? He just seems out of sorts is all. You think? He looks fine. Ihm ist kalt. You're good, right, Ratha? Das war ein Ja. Shall we meet up here when we're done? Yes. Let's do that. Also, let's go. Wir sehen uns am Ende des Graters. Beim Grater, wollte ich sagen. So, Leute, wir sind fast am Krater angekommen. Wer stellt sich uns jetzt diesmal in den Weg? Ich bin zumindest schon mal vorbereitet, ob es ein Eisvieh wird. Weil das klingt wahrscheinlich. Welches Monster erwartet mich? Warum ist die eigentlich so kalt? Guck mal, Tsukino ist ganz warm. Sogar Anna friert nicht. My whiskers are like icicles. My toe beans are becoming toe ice cubes. Hey, don't you care about a freezing feline? Du hast Fell. Have the energy to complain if you were really freezing. Und was ist es? Das sieht nicht gut aus. Ich habe ein mieses Gefühl. Ein Gletscher-Nackter, oder? Ja, weil da war so eine Liste, was noch an Material wird und Gletscherknacktor war da drunter. Listen up. We can't just attack it, right? We've got to chip away at its ice armor before it gets in too many breath attacks. Wow, you sure know your stuff. That's basics for a hunter. Right, let's go. Ein Gletscherknacktor. Naja, wir haben den normalen Knacktor schon fertig gekriegt. Dann kriegen wir den auch hin. Okay, drei Sachen zum kaputt machen. Und ich verteile erstmal heißen Nebel, weil ich das vergessen habe.
Er ist ein Kraftkämpfer, natürlich. Er ist schon mal vorbereitet. Los, mein Hund. Zum Glück sind die jetzt alle hochtrainiert. Ladungstackling auf den Schweif. Das so ist, wenn die einmal dieses Eistauchen machen, die Sacknaktoren oder Magma-Tauchen, dann haben die Rüstung direkt wieder. Bei denen hat es nie wirklich Sinn, das Eis runterzuprügeln. Also klar, man macht es. Aber hatte wenig Effektivität. Autschen. Hey, machst du Lebenspulver oder soll ich? Ich soll, okay. Ich habe zur Not auch noch Lebensstaub. Und tschüss. Aua. Nee. Was war gegen Siegel? Muss ich gerade gucken. Leidenschaftspille war das. Das mache ich beim... Nein, ich habe es auf dem Falschen gemacht. Autschen. Oh, er hat keine Rüstung mehr. Er macht schon Lebenspulver. Geschwindigkeitsangriff auf den Kopf. Und jetzt ist er natürlich ein Techniker. Aua. Es ist sauer, jetzt ist ein Geschwindigkeitstyp. Der hat echt schnell gewechselt. Okay, ich kann meinen wahren Hieb gleich durchziehen, ne? Eigentlich. Ich wechsle mal auf den Deos-Flieger. Und gehe auf den Kopf. Die Dinge stellen sich eh wieder her. Kann man nur endlich aufbrechen. Nein, du bleibst bei Technikangriffen, du dummes Vieh. Ich glaube, es hackt. Also wirklich. So, und dann noch einmal auf den Körper. Egal, welche Waffe ich nehme, ich kann nicht falsch liegen. So, er hat seine Rüstung wieder. Seht ihr, Leute? Die stellt sich halt wieder her. Deswegen macht es keinen Spaß, einen Knacktor zu bekämpfen. Gift hat wohl nicht funktioniert. Aber er hat ihn gelähmt. Das ist praktisch. Dann greift er weniger an. Er ist jetzt aber wieder ein Krafttyp. Das heißt, der Hund muss her. Und den gebe ich jetzt erstmal einen uralten Trank. Eine ultimative Heilung. Diese Lähmung darf ruhig länger anhalten. So. Der Hammer ist bereit. Warum gehst du auf sowas? Bist du behindert? Geschwindigkeitsangriff auf den Kopf. Ja, mach ihn fertig. Aua. Das tut weh. Ein Nullbeeren-Elixier. Hm. Lecker. Mach doch nicht Schwanzbetäubung. Hund,
Riecht mich auf. Der macht, glaube ich, gerade seinen Gruppenangriff. Ich verwende lieber Lebensstaub, bevor wir hier alle abkratzen. Ja, eisige Explosion. Schlaue Idee. Hat mich davor bewahrt, Herzen zu verlieren. Ich habe mal einmal kurz einen Duo-Angriff mit meinem Kollegen hier. Welchen Körperteil ist egal. ...3800! Du bist nicht schneller als dieser Hund. Wir haben gerade in einer Runde 4000 Schaden gemacht, ne? Das hat ordentlich gezogen. So, jetzt ist er ein Techniker. Da hau ich ordentlich drauf. Einmal einen Doppelschwung. Ich habe gehört, den haben sie bestellt. Bam. Ja, bei ihm funktioniert umgeworfen nicht. Oh, der ist fast schon tot. Eventuell kriege ich wirklich beide Krater in die eine Folge hier. Ich wechsle zu Flammenzahn. Ladungstickling auf. Welches Körperteil? Schwanz. Der Diamant aufwärtshaken. Er holt sich sein Eis wieder. Aua. Ladungsschnitt. Nee, warte. So, Ladungsschnitt. Ist egal auf welches Körperteil. Das macht nur einmal gut Schaden. So, und jetzt kommt mein wahrer Weiterhieb. Schärf deine Klingen, mein Hund. Wenn ich durchziehe. Jetzt kann ich auch ruhig wieder auf den Hammer gehen. Er greift mit Statusschläger an, der Hund. Endlich macht er mal was Schlaues. Ein Lebenspulver wäre schöner gewesen. Sag ich, wie es ist. Aber er sollte gleich tot sein. Sag ich doch. Wir stoppen das hier für niemanden. Also stell dich nicht an, Naviru. Sheesh, where'd Altura run off to? Gute Frage. Auf jeden Fall ist der Krater eh erledigt. Ja, es ist sauer. The number of pits is increasing, as is the light. If a monster's doing all this, then it's safe to say it's really kicked into action now. That means we're in a jam. And we have to find this thing. Time's running out. Na, Julia? Well, there was a rage raid monster, but no sign of the pit dwell. So, it's not here either. Nee. What wahrscheinlich ist es im letzten Gebiet. The light from the pits and the monsters. Sorry, what? The light's more intense now. And it looks like monsters have become funny. I'm thinking the same thing. It seems like with each change and it's only gonna get worse, huh? Der nächste wird noch schlimmer. That's a safe assumption.
We've got to find the pit monster before this light show reaches. You're very observant when it comes to monsters. Ist ein Jäger. He's a hunter after all. Enough talk. Let's go. You go on ahead. Wenigstens vertraut er uns really mittlerweile. Help you out, but Frostfang and I are the only ones who can protect Kuon. Just having you with us in spirit. Oder es beginnt halt wirklich, fängt da an, wo es aufgehört hat. Andersrum. Es hört da auf, wo es angefangen hat. Auf unserer Insel. Before you go, I noticed something about Rath. Right, you said before. The glow of his life force seems to fade more and more each time he fights. What? Bitte stirb nicht, Rafa. You mean his lifespan's getting shorter because he has to restrain his power to fight. And that comes at a cost. That can't be. However, it may be impossible to save the world without Ratha's help. Don't worry, we'll protect him. Ihn brauche ich wahrscheinlich beim letzten Kampf. If anyone can do that, it's you guys. Thanks for everything, Avinia. Also im letzten Kampf werde ich auch Rafa nutzen. Sag ich jetzt schon. In your kinship with Ratha and... So, dann müssen wir jetzt noch nach Lulucion, ne? Das ist schnell erledigt. Wir sehen uns dort. So, Leute. Wir sind im Yalmer Hochland. Dreh doch, du blödes Vieh. Danke. Und wir müssen hier jetzt hin. Das Gebiet, wo wir vorher nicht hin konnten. Lass mich raten, dort wartet Reverto. Direkt vor dem königlichen Monster. Was ich mittlerweile wahrscheinlich auch insta finishen kann. Epic timing. Yo. Roberto. Hey, dude. What brings you here? You're not gonna force us to run some. Not this ja. Time, bro. Er und seine Pizza. Hey, I know you. You're the little hunter, bro. Say what? And you're playing on the same team now? Far out. Huh? What have you been up to since we last saw you? Er hat diesen Typen hoffentlich gejagt. I got to investigating the tracks? What tracks? Those it... sketchy scratch marks we saw in the Rocky Hills. Ich sollte mir übrigens sicherheitshalber hier noch Wasserrüstung anlegen, beziehungsweise Waffen. Weil das ist höchstwahrscheinlich, dass ich die brauche. Die oder Eis. Could have been traces of turf war between monsters, no? Right, partner? Möglich ist es, aber ich zweifle es. The Rage Raid monsters are on the rise. Those tracks show the place. Well, I'm sticking with the turf war theory. And what do you know? What did you say? You just don't get it, dudes. Das liegt an den Zornesstrahlen. That place is a monster sparse area, and it's no feeding ground either. So just a frenzied monster? Frenzied? You mean like Ultura maybe? Ol who? The monster in the ja, das ist der Grund für den ganzen Schmarrn. You were heading to the pit over there? Sweet. I was actually gonna ask if you could do. We can handle that. And what will you be doing? Me? Passt hier auf. I'll probs go home. Take a nap. Roberto. Good luck, dudes. Wird wohl nicht hier auf mich warten. Und wir sehen uns am Ende der Höhle. So, Leute. Der letzte Krater. Was uns da wohl drin erwartet. Das sagst du jetzt. Das könnte sich hier verbergen. My whiskers don't lie, and they say we're safe. No problem. Deine Schnurrhaare sind also Lügner. Bei der Haut was ab. Ach, nur ein Gendrom? Nee, noch nicht mal. Ey, die sind easy. Ja, Genpreys. Da ist ein Gendrom, das ist auch kein Problem. Here's the
ambush. No, oh, come on! I'm going through on top of that! Buddy, help! Ja, ich guck enttäuscht. Stay sharp. Let's do this. Den Kampf überspringe ich. Der kommt jetzt, glaube ich, der richtige Gegner jetzt langsam. Also ich denke mal, nach dem nächsten Angriff kommt jetzt der richtige Boss. Los, Aster, los. Dass hier ein Gendrom der Boss sein soll, unwahrscheinlich. Nee, das hebe ich mir auf. Ich lade schon mal auf. Ja, da kommt der richtige Gegner. Ein Baseguss. Ach du Kacke. Das ist der Bomberdrache. Oh Gott, jetzt kommt der richtige Boss. Wisst ihr, was wir noch nie gesehen haben? Die Mega-Fähigkeit vom Astalos. Den grünen Drom kann man nebenbei erledigen. Ich gehe erstmal auf den Bauch. Der andere flieht eh. Das sieht ja mega cool aus. Gut, dass die sowas nicht beim Monster Hunter machen. So, jetzt kann ich wieder auf 3. Ciao, Gendrom. Gut, dass ich aufgeladen habe, ne? Jetzt kann ich wenigstens 2 Angriffe rausholen. Zum Geil für einen Typus bist du überhaupt. Ich gehe einfach auch mal auf Geschwindigkeit. Aber vorher wechsle ich den hier aus gegen den Brachidiots. Der hat übrigens einen Lehmzahn von dem Gendrom abbekommen. Auf den Bauch. Er will irgendwas anzünden. Aua. Ja, die Schuppen, die sind hochexplosiv. Das ist der Bomberweifern. Ach scheiße, den Kopf habe ich doch schon abgeschossen. Ich muss auf den Flügel gehen. Sprengschaden ist immer gut. So, dann gehe ich mal mit auf den Schweif gleich. Meteorien kennen wir ja schon. Schleimstapfen. Oh, wirkungslos gegen den. Auf dem Flügel. Aua. Der Brachidios ist gelähmt und ich habe gerade einen explosiven Angriff bekommen. Aua. Ja, ein Baseguss ist halt extrem. Die Schlafbeschichtung klappt nicht rein zufällig gegen die Flügel. Schade. Hätte ich ja sein können. So, dann wechsle ich mal meine Waffe, ne? Ja, der ist halt mega stark, der Baseguss. Ich wusste jetzt übrigens nicht, ob Wasser oder Eis, deswegen habe ich einfach beides genommen. Ich gebe ihm, glaube ich, einen uralten Trank, den Brachidios. Er ist ein Geschwindigkeitsnutzer. Ein Teil ist schon mal gebrochen. Bin nicht der Einzige, der hier sprengen kann. Er ist sauer.
Geschwindigkeitsangriffe gegen einen wütenden Baseguss. War die falsche Idee. Aua. Der große Schmetter ist praktisch. Wisst ihr, wofür es Zeit ist? Für den ultimativen Angriff des Brachidios. Der Brachischlag. Der Schweif hat noch nichts abbekommen. Wir sehen hier zwei neue Techniken. Jetzt wird geboxt. Eine Trainingsmontage. Das fand ich jetzt mega gut. Hätte nicht sowas noch am Ende erwartet. Das Spiel hat doch nochmal Humor bewiesen. Aber ich wechsle zum Lagia-Kurs. Weil er hier einfach überhaupt nichts nützt. Ich weiß ja, dass ich Kraftangriffe brauche. Es tut mir übrigens leid, dass dieser Part jetzt so lang wird, aber wenigstens haben wir dann beide Karte abgeschlossen. Ach nö, nicht der Angriff schon wieder. Blitz scheint gut zu ziehen. Tja. Du kriegst jetzt eins auf Nase. Aua. Das tut doch weh. Nein, nicht den Bogen. Oh. Wenn ich sowas nicht zurücknehmen kann. Na gut, ich nutze einfach ein Lebenspulver. Dann ist das egal. Ich wollte nämlich eigentlich zum Schwert wechseln. So, Ladungstackling auf. Was ist am meisten beschädigt? Der Kopf. Scheiße. Er ist ein Geschwindigkeitstyp. In der Luft ist er ein Kraft und wenn er wütend ist, ist er ein Techniker. Das muss ich mir mal endlich merken. Ladung steht auf den Schweif. Oh nö, nicht schon wieder. Und zwei haben Sprengschaden bekommen. Das heißt, zwei kriegen gleich richtig ordentlich eins auf die Mütze. So, jetzt brauche ich Geschwindigkeit. Auch wenn er lieber seine explosive Landung macht. Ah, er ist immun gegen Lähmung. Nein, warum? Aua. Ah, okay, Kyle macht schon Lebenspulver. Dann mache ich jetzt meinen wahren weiten Hieb. Ziehe einmal durch. Und dann gucke ich, welche Waffe am nützlichsten ist. Oder ist es tot? Okay, wir haben dann nur noch Ortula vor uns, ne? Hoffentlich. Ortula, wir kommen. That light is such a strange color. Yes. Would you call it purple or blue? Ich würde eher sagen lila. Blue light. That rings a bell for some reason. Blue. Painted blue? It's the song. The song from Nuate. What song? Before the red sky is painted blue. That's how it went. And now the light's turning blue, just like the inscription said. So we gotta hurry? Right. Let's move out of here. Aber wohin? We must warn Yumlana of the situation. Let's head back to Nuate village. Der Baseguss, der war jetzt aber auch ein ordentliches Stück, ne?
Ach, du bist doch nicht ins Bett gegangen. I got a story for you. We came face to... But my partner and Kyle used their bond to defeat it. Our bond? Oh, coolio. Good hustle, kiddo. Kiddo? Die könnten echt so aussehen wie Vater und Sohn, ne? Nope. I was trying to dig up info on those shady riders. Like, what they wanted to use... Die treffen wir bestimmt auch nochmal wieder. Yeah, they got some kind of creepy plan in the works. I see. Go on. You were sharing your intel? Just told you everything I know. So you have das nothing? Ist echt gar nichts. Aren't you supposed to be some amazing hunter? Those are big words for a little kitty cat. Ahem. We'd better go now. Yeah, we'll do. Hey, kiddo. My name's Kyle, you know. Kyle, got it. So, Kyle, nice to see you made. Ja, der war halt nicht so interessiert an Freundschaft. Ich hab ihn eher genervt. Bonds of friendship between riders and hunters. Looks like the children really are our future. Don't know what you're talking about. Oh, me neither, little dude. Guess I'm just stoked that the two of you are pals now. Take care, kids. Perfekt. Ich entschuldige mich, dass die Folge dadurch jetzt heute so lang geworden ist, ne? Aber ich wollte die beiden Krater jetzt schnell abschließen. So, als nächstes müssen wir nach Nuat zurück. Dort sehen wir uns aber beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.